Die Ansicht, es gäbe irgendwelche Grenzen für das Grauen, das der menschliche Geist zu erfassen vermag, ist vermutlich irrig. Im Gegenteil, es sieht so aus, als stellte sich, wenn die Dunkelheit tiefer und tiefer wird, ein exponentieller Effekt ein. Die menschliche Erfahrung neigt, so ungern man es auch zugeben mag, in vieler Hinsicht zu der Vorstellung, dass, wenn der Albtraum schwarz genug ist, Grauen weiteres Grauen hervorbringt. Ein zufälliges Unglück weitere, oft vorsätzliche Unglücke zeugt, bis schließlich die Schwärze alles zudeckt. Und die erschreckendste Frage dürfte sein, wie viel Grauen der menschliche Geist zu ertragen vermag, ohne seine wache, offene, unnachgiebige Gesundheit einzubüßen. Dass solchen Ereignissen eine eigene Ruby Goldberg-Absurdität innewohnt, versteht sich fast von selbst. Von einem bestimmten Punkt an wird alles fast komisch. Und das kann der Punkt sein, an dem die geistige Gesundheit entweder obsiegt oder einknickt und zusammenbricht. Der Punkt, an dem sich der Sinn eines Menschen für Humor wieder durchzusetzen beginnt.